Guten Morgen zu einem wunderschönen winterlich kalten Wochenende. Heute möchte ich einmal zum Thema Zeiteinteilung des Tages und auch den Möglichkeiten seine Zeit effektiver zu nutzen zum Besten geben. Zum einen möchte ich da am Anfang aber ganz explizit darauf hinweisen, dass es nicht darum geht, dass man jede Sekunde seines Tages quasi produktiv sein soll, sondern ja, auch seine Erholungspausen sich gönnen sollte. Aber es soll darum wirklich gehen, dass man sich bewusst dafür entscheidet, was man tut und nicht einfach im Blindflug quasi durch den Tag eiert und unbewusst ist und seine Zeit entsprechend nicht nutzt. Das erste, wo viele Menschen meiner Meinung nach Potenzial haben, ihre Lebenszeit wirklich besser zu gestalten und zu nutzen, das ist der Schlaf. Ich kenne so viele, die, wenn sie nicht schlafen können, sich endlos im Bett wälzen und sich darüber ärgern, dass sie nicht schlafen können, obwohl sie doch eigentlich schlafen müssten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Anstatt die Situation einfach so anzunehmen, wie sie ist, nämlich der Körper, dass er aus welchem Grund auch immer nicht bereit ist zu schlafen, eben dann ja, das zu akzeptieren. Und ich zum Beispiel tue mich dann nicht im Bett quälen, sondern ich stehe in solchen Situationen dann einfach auf und mache etwas. Das bedeutet, auch wenn ich am nächsten Tag früh einen Termin habe, der um 8 Uhr ist und ich abends erst um 12 ins Bett gegangen bin und merke dann um 2, ja, ich kann irgendwie nicht schlafen. Da denke ich nicht, oh, ich müsste eigentlich schlafen und quäle mich weiter, obwohl ich offensichtlich ein Schlafproblem habe die Nacht. Dann stehe ich auf und dann schreibe ich an meinem Buch oder ich gehe baden oder mache einen Spaziergang, gerade jetzt nachts, kann ich jedem empfehlen. Oder was auch immer ich in diesem Moment eben tun möchte. Es ist richtig tote Zeit, wenn man sich zu etwas zwingt, was nicht funktioniert, nur weil es müsste. Ne? Natürlich funktioniert das auch andersrum, wenn mein Körper schlafen will. Dann schlafe ich, egal was das für eine Zeit ist und egal wie lange. Und dann gibt es nichts Wichtigeres als den Schlaf. Ich stelle mir zum Beispiel grundsätzlich nie einen Wecker, außer bei wirklichen Terminen, die wirklich sehr sehr wichtig sind. Ne? Also da natürlich. Und viele vergessen auch, dass eine gesunde Erholung des Körpers die Basis dafür ist, seine Zeit, die man im Wachzustand verbringt, auch bestmöglich zu nutzen. Wenn man sich von seiner Umwelt, seiner Arbeit oder seiner Familie die Schlafzeit diktieren lässt, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn man sich eben in diesen Wachzeiten nicht so fühlt, dass man ja, seine Zeit in bester Weise nutzen kann und auch eben Familie und der Arbeit ja, den besten Output geben kann. Diese Aussage aber, man muss sich doch an gewisse Gegebenheiten anpassen, ist einfach nur ein Ausdruck dafür, dass man, ja, dass man zu faul und zu bequem ist, sich ja, seine eigenen Gegebenheiten zu schaffen. Weiteres Thema, Wohnung putzen. Ich finde das immer so irrsinnig, wie man jede Woche seine Wohnung komplett durchwischen muss. Wo ist da der Sinn? Außer dass man da einen komplett unnatürlichen Wunsch nach einer sterilen Wohnung pflegt. Dieses ganze Streben nach perfekter Sauberkeit und Reinlichkeit, das hat unter anderem dafür gesorgt, dass wir jetzt B12 supplementieren müssen. Dreck ist schlimm und alles muss klinisch rein sein. Wie krank ist das denn? Wie weit ist es von der Natur entfernt? Sind die Menschen wirklich so verblendet zu glauben, dass die Erde, aus der so viel Leben entsteht, so schädlich ist? Na klar. Dann kommen dann die Leute und ja, mittlerweile die Erde, die ganzen bösen Umweltgifte, die sind alles in der Erde und wenn wir die dann aufnehmen, oh nein und so weiter. Ja, aber wo führt das denn hin, diese Argumentation? Glaskasten. Natürlich sind nicht alle Stoffe, die man mit der Erde aufnimmt, explizit gesund. Aber wir haben in unserem Körper unglaublich viele Puffersysteme, denen man auch ruhig vertrauen kann, und dieses Vertrauen aktiviert dann auch wieder gewisse Selbstheilungskräfte. Und wenn man nie Schadstoffe aufnimmt, dann weiß der Körper ja auch nicht, damit umzugehen, wenn man diese dann doch mal aufnimmt. Ne? Eine gesunde Portion Dreck sollte auf meiner Meinung nach auf dem täglichen Speiseplan eines jeden Menschen gehören, und das ist bei mir auch schon immer so gewesen. Das habe ich von Kindheit auf gelernt, von meiner Oma, jeden Tag ein bisschen Dreck essen. Und genau so sollte dieser Drang nach dieser unnatürlichen Sauberkeit in der Wohnung auch wirklich komplett zu den Akten gelegt werden. Es gibt Sachen, wo Sterilität wichtig ist, wie im Krankenhaus bei einer Operation oder in der Lebensmittelverarbeitung der Industrie, wenn Produkte unbedingt haltbar gemacht werden müssen. So. Und die Leute kaufen das ja, also okay, da ist es wichtig. Aber in der Wohnung ist es absolut unnötig, dass man jede Woche wischt.
saugt, staubwischt oder sonst wie seine Zeit vergeudet und ja quasi damit sein unnatürliches Mindset pflegt. Man darf dies aber nicht verwechseln mit Unordnung, das machen sehr viele. Alles sollte seinen Platz haben, im Haushalt wie auch im Geiste. Das macht das Leben einfacher und eine Ordnung der Dinge im Haushalt wirkt sich auch positiv auf die Ordnung im Geiste aus. Das ist auch eine Wechselwirkung und deswegen ist es auch wichtig. Aber Ordnung ist nicht Sauberkeit. Übertriebene Sauberkeit, das ist ein Quell von chronischer Unzufriedenheit. Was ist denn so schlimm daran faktisch, wenn die Fliesen Dreckspritzer haben oder die Fusseln auf dem Teppich? Das löst einfach nur Unzufriedenheit aus, weil man konditioniert wurde, wie unhygienisch es ist. Obwohl Flecken oder Fusseln überhaupt keinen nennenswerten gesundheitlichen Einfluss auf den Menschen und schon gar nicht haben, wenn man sie auch hin und wieder mal wegmacht. Hin und wieder, aber nicht jede Woche. Jede Woche putzen. Die Wohnung und die Sauberkeit der Wohnung ist damit so ein absoluter Zeitfresser und ein Katalysator vor allem eines extrem unnatürlichen Mindsets, ne? Einer gewissen Flexibilität. Der nächste wichtige Punkt, wie man seine Zeit optimal nutzt, das ist eine konsequente Ordnung zu haben. Alles hat seinen Platz in der Wohnung wie auch in der Natur. Genauso wie es in der Natur so eine natürliche Ordnung gibt, natürliche Ordnung der Dinge, so ist es auch wichtig in der Wohnung eine Ordnung aufzubauen. Da gibt es eine ganz einfache Richtlinie. Du lässt nur die Dinge in der Wohnung, die du brauchst, von deren Existenz du weißt und du zu jedem Zeitpunkt auch den Ort bestimmen kannst, wo diese gelagert sind. Trifft eines dieser drei Punkte nicht zu, raus damit. Aber um auch wieder den Unterschied zur Sauberkeit deutlich zu machen. Dreckige Wäsche zum Beispiel, das gehört an einen Ort. Ach, dieser Ort muss nicht zwangsläufig sauber sein. Also einfach auf dem Boden einen Haufen zu machen, ist wunderbar. Ist genauso valide wie eine Wäschebox. Das eine gilt aber als unsauber und unhygienisch und gesellschaftlich verpönt. Das andere als sauber und korrekt. Obwohl es faktisch beides dieselbe Ordnung ist. Und Ordnung ist wichtig, Sauberkeit nicht. Und dann sind wir bei einer grundsätzlichen Denkweise angelangt, die uns sehr, sehr viel Zeit spart. Bewusst unterscheiden zu lernen, was einen Sinn macht und was keinen Sinn macht. Und zwar nicht ausgehend von seinen eigenen konditionierten Ansprüchen, sondern der Sache selbst. Macht es Sinn, ein Gespräch zum x-ten Mal zu führen mit seinem Lebenspartner, mit seinem Freund, mit der Familie? Wo es immer um dasselbe Thema geht? Natürlich nicht. Aber wenn man es unbewusst und bei gewissen Themen, ihr kennt das mit Sicherheit auch, da bin ich mir sicher, da redet man dasselbe wie ein paar Tage zuvor oder ein paar Wochen zuvor und ja, einfach dasselbe. Verschwendet seine Zeit. Ich handhabe das konsequent so und meine Freundin vor allem kann ein Lied davon singen. Wenn Themen schon besprochen sind, bemerke ich dies und breche das Gespräch ja radikal und sofort ab mit dem Hinweis, dass es tote Zeit ist. Man muss dabei natürlich aus Respekt noch einmal eine kurze Zusammenfassung der Inhalte geben, die jetzt im Gespräch noch gefolgt werden, also wie sich das Gespräch entwickelt hätte, und nachfragen, ob neue Erkenntnisse von ihrer Seite jetzt bei der Freundin so eine Fortführung des Gesprächs eventuell noch Sinn machen würde. So, und dann kann man eventuell noch reingehen oder eben nicht. Man kann sich auch täuschen, ne? Oftmals auch so, dass der Gegenüber gar nicht auch das Gespräch anstrebt, sondern einfach nur manchmal etwas menschliche Wärme braucht. Dann kann man das Gespräch ebenso abbrechen und dann nimmt man den anderen in den Arm und bricht das Gespräch ab. Das ist aber alles immer nicht immer unbedingt so deutlich und man muss sich da auch wirklich schulen und seine eigenen persönlichen Erfahrungen machen. Generell ist aber wirklich eine Bewusstheit sehr wichtig, wenn man diese Lebenszeit, die man hat, effektiv nutzen möchte. Und dazu zählt auch die Beobachtung eines Gesprächs und nicht nur das Gespräch selber. Weiterhin Entspannung. Es ist absoluter Blödsinn, sich 2 Stunden freizunehmen, um zu entspannen. Der Körper ist immer in einem individuell andersartigen Zustand, der ist abhängig von vergangenen Ereignissen. Was passiert ist den Tag? Manchmal braucht der Körper 5 Minuten zum Entspannen und manchmal da braucht es den ganzen Tag. Da kann man nur sehr schwer im Vorhinein festlegen, wie viel Entspannungszeit man sozusagen braucht. Wenn euer Körper Entspannung braucht, dann entspannt ihr euch und das dauert dann so lange, wie es dauert.
Da vorher sich eine Zeit wirklich frei zu schaufeln, das ist eine totale Verschwendung von Zeit. Denn seid ihr nach 5 Minuten schon entspannt, könnt ihr ja eine Stunde und 55 Minuten quasi wieder bewusst theoretisch euch anderen Dingen widmen. Aber das machen dann die meisten nicht, sondern die fallen dann so unbewusst in Freizeit. Ne? Einer der dämlichsten und unbewusstsein fördernden Begriffe, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt. Ja, die füllen diese Zeit mit irgendwelchen unbewussten Kram, wenn man jetzt Freizeit hat. Und jetzt hat man sich ja die Zeit schon freigeschaufelt. Ne? Ja, aber frei von was? Frei von seinem Leben? Also, oder man ist nach den 2 Stunden noch gar nicht entspannt, weil der Körper zu verkrampft ist und er bräuchte mehr, 3 Stunden, dann bricht man ab, ja, weil die Entspannungszeit zu Ende ist. Wie hohl ist das denn? Versucht nicht eure natürlichen Bedürfnisse in eure Zeit einzuplanen, sondern befriedigt eure persönlichen Bedürfnisse und kümmert euch dann um die Zeit. Zeit im Sinne jetzt von beruflichen und familiären Verpflichtungen und ähnlichen. Ne? Auch ja, wird häufiger rumgenörgelt, dass ich da auch für die Familie eben da sein muss und dass ich meine elterlichen oder beruflichen Pflichten erfüllen muss und da ist nun mal nicht immer Zeit. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, beruflich wie auch privat, wenn ihr euch wohlfühlt und eure Bedürfnisse, und damit meine ich wirklich die natürlichen Bedürfnisse, ne? Also wie Entspannung, Hunger, Schlaf, Sexualität, Entleerung. Wenn ihr dieses vollkommen und in aller intensivster Intensität befriedigt, dann profitiert euer berufliches Umfeld und eure Familie viel mehr davon, weil ihr dann wirklich präsent seid, Energie ausstrahlt und nicht nur Dienst nach Vorschrift oder im familiären Bereich nach ethisch-moralischer Vorschrift leistet. Das gilt im Beruf genauso wie für die Familie. Viele moderne Unternehmen haben absoluten Fokus darauf, dass der Arbeitnehmer sich total wohlfühlt, um wirkliche Maximalleistung zu erbringen. Ne? Das gilt natürlich nicht für Unternehmen, die einfach ja, quasi die ganz einfache Arbeiten bezahlen und dort die Menschen einfach nur ausbeuten. Da ist das natürlich noch nicht so weit bei den Unternehmen, das ist klar. Kümmert euch bewusst um euch selbst und nehmt die Zeit, die ihr braucht für eure Bedürfnisse. Dann profitieren alle um euch herum viel, viel, viel mehr davon, als wenn ihr ja nicht auf eure Bedürfnisse hört. Aber nochmal, wir reden hier von Grundbedürfnissen. Aus meiner Erfahrung nutzen Menschen dieses Argument, dass man sich zuerst um sich selbst kümmert, auch gerne um ihre Faulheit und Bequemlichkeit zu bedienen. Um das zu identifizieren, ist natürlich ein hohes Maß an Bewusstheit notwendig. Das gehört dazu. Aber wenn ihr auf meinem Kanal unterwegs seid, dann werdet ihr bewusster. Generell kann man auch beim Essen noch ja, bewusster und effektiver die Zeit nutzen. Einfach Rohkost. Ja, ich weiß, für die meisten ist das too much, aber ich möchte auf jeden Fall das wenigsten erwähnen. Einfach Obst und Gemüse essen, ohne kochen, ohne zubereiten, ist ein einfacher und gesunder Weg, ja, Zeit zu sparen, effektiver sein Leben und bewusster zu nutzen. Ja, seit ich wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu meinen Meetings fahre, kann ich die Reisezeit wieder viel, viel effektiver nutzen. Jetzt kommt einer und sagt, ja, im Auto, da kann ich aber auch Hörbücher hören. Ja, das kannst du in der Bahn auch. Also du kannst alles, was du im Auto machst, halt eben auch an effektiver Zeit in der Bahn auch. Also von daher Reisezeiten und Wartezeiten optimal ausfüllen. Generell ein Tipp, wie man bewusster lebt. Unterscheidet zu jedem Zeitpunkt, ob ihr gerade Energie verbraucht oder ob ihr Energie tankt. Wenn ihr nicht sicher seid, was gerade eintrifft, dann seid ihr gerade unbewusst und gammelt so vor euch rum. Es gibt immer nur Push or Pull. Entweder kreierst du Dinge und benutzt Energie, um vielleicht Informationen aufzunehmen, um Dinge herzustellen oder irgendwas, oder du tankst sie, um Energie zu kommen. Das ist Bewusstheit. Zu jeder Sekunde gibt es nur diese beiden Optionen. Und wenn ihr euch ja, dieses kleinen gedanklichen Hilfsmittel bedient, dann werdet ihr auch bewusster und lasst die Zeit nicht so an euch vorbeifließen. Wenn ihr immer wieder unterscheidet, kostet Energie, bringt Energie. Wenn ihr zum Beispiel YouTube-Videos schaut, dann kann das sowohl Entspannung sein, also dass es Energie bringt, oder es kostet Energie, wenn ihr zum Beispiel Informationen aufnehmt und durchdenkt was, Zusammenhänge. Ne? Aber ihr müsst zu jedem Zeitpunkt wissen, was ihr tut und warum ihr es tut. Dann kann selbst ja, 24 Stunden Fernsehen die sinnvollste Sache der Welt sein. Eigene Bewusstheit hat generell nichts mit den Ansichten der Gesellschaft zu tun. Löst euch da bei der Beurteilung eurer Handlungen von diesen gesellschaftlichen Konventionen und entscheidet deutlich und bewusst, was ihr machen möchtet.
unabhängig davon, wie andere diese Aktion bewerten. Das Bewusstsein, das ist der Schlüssel, das wirklich das Sich-Bewusstsein. Ein gesellschaftlich anerkanntes bewusstes Leben ist mit größter Sicherheit kein individuell bewusstes Leben, da gesellschaftliche Konventionen immer nur Schnittmengen und der kleinste gemeinsame Nenner sind. Und wenn ihr euer bewusstes Leben nur dann als bewusstes Leben akzeptieren könnt, wenn auch die Gesellschaft das als solches sieht, dann werdet ihr nie zufrieden sein, dann werdet ihr nie glücklich sein. Denn dann ist es so, dann bestimmt die Gesellschaft über eure Zeit und nicht ihr. Habt wirklich Mut, eure Zeit selber bewusst zu bestimmen. Na? Eure Regeln. Und dann lebt ihr meiner Meinung nach wirklich. Wenn ihr wirklich bewusst, wirklich ganz, ganz bewusst nach euren Bedürfnissen euer Leben ausrichtet. Und nicht das, was drumherum ist und ihr euch versucht da irgendwie zu integrieren. Ihr seid das für euch, was ihr bewusst steuern und regeln könnt. Und dann tut ihr das auch. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes, bewusstes Wochenende und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüssi.